Und schwupps geht's wieder los in den Alltag, ne? Was ist denn damit? Die ganze Bande ist fertig. Ja, ich muss nur den Zwerg hier anziehen. Genau. Das grad, ich muss jetzt ohne anziehen. Wir ziehen die auf die Egel-Schmerzen auf. Auf. Was habt ihr für Zettel? In der sie vorher schon doll krank sind, bevor sie zum Arzt gegangen sind, haben sie ja schon Kontakt mit hunderten Menschen gehabt. Die wiederum haben Kontakt mit tausenden Menschen denn schon gehabt und die wiederum mit 10.000, was ja ganz normal ist, in der Inkubationszeit. Also ist es doch klar, dass es in Berlin jetzt schon, bestimmt schon viel, 20.000 Infizierte gibt. Ja, die das nicht mal die gemerkt haben. Nicht mal wissen, wo es noch nicht mal ausgebrochen ist, genau, oder so. Und das ist Tag 3. Nachdem der erste offiziell bekannt geworden ist. Also du siehst, Anouk, es lässt sich nicht aufhalten. Es lässt sich nicht aufhalten. Es ist halt so, das ist der Preis der Globalisierung. Fertig aus. Mama, das wollten wir sowieso, ist es. Tenor sind hohe Männerstimmen. Genau, Tenor sind hohe Männerstimmen. Wollen wir jetzt nochmal festhalten? Es geht auch um wichtigere Themen hier als Corona. Das ist eigentlich richtig gut. Das so ein Kind ist perfekt. Anouk, Sopran. Um mal wieder aufs Thema zu kommen. Lass uns weiter über Corona reden. Corona. So, jetzt haben wir mal Ende. Corona over and out. Na sowieso, in 3 Wochen ist die Erde tot. Fertig. Oder frei. Ja, hast du. Ja, aber so wie du die verschmähst. Ja, ich mag sie halt nicht. Tag 2, es geht weiter mit Brille suchen. Sachen. Ist er? Da ist er. Moin. Moin. Vermisst du eine Trinkflasche? Ah. Vermisst du eine Trinkflasche? Ja, das habe ich gestern vergessen. Ja, siehst du? Das habe ich gemerkt. Ich dachte, der Mensch, hier will doch was. Den Knüppel in der Hand, den Stock in der Hand. Hast du den Stock überhaupt mitgehabt? Nee, wa? Nee, du hast das Dings mitgenommen. Was für ein Stock? Du brauchst ja keinen Stock. Ja, nee, ich habe ja auch hier mitgenommen. Und dann hat jetzt gedacht, das Gefäß da wohl, hast du was zu trinken, wolltest du was zu trinken haben? Lies mal vor. Union Karsch Chaoten, jetzt im Visier der Polizei. Berlin Patient 0. Wie? Coronavirus. Coronavirus? Coronavirus. Die machen einen Wind. Coronavirus. Die Scheiße. Ja. Ja. Alle tot, war am Ende? Was? Ach ja, alle tot am Ende. Ja. Ende tot, alle tot. Ach, Gottchen. Ich bin heute ein bisschen früher aufgestanden. Ja, schon gemerkt. Du bist ja schon hier, das ist ja hier schon viel zu pünktlich, bist du ja. Nee, aber ich muss. Du kannst ja demnächst den Schlüssel haben, dann kannst du hier schon aufschließen. Ach, nein. Ich weiß, muss sowieso nachher um 12:30 losgehen, Krankenhaus da runterlaufen. Ah ja. Wow. Dann bin ich dann mal so aufgeregt, ich weiß nicht, wie morgen. So Quatsch. So mixen Sie Desinfektionsmittel selbst, der kleine Hausratgeber. Aha. Wenn Sie krank sind, bleiben Sie zu Hause. Oder rufen Sie einen Arzt an. Oh Mann, Alter, ey, das wird mehr Panik als alles andere. Ja. Aber ich habe jetzt gerade neu gebastelt, ich hab was verschickt und ich habe selber zerstört, ich Idiot.
Komm, verschicken. Ich hab's verschickt. Zwei Hochtöner. Und hab die vorher ausgelötet. Ich hab die zu heiß ausgelötet, da ist natürlich der Kupferdraht. Na gut, auf der anderen Seite rausgerutscht. Nee, das ist ja alles gut. Das ist alles schön. Aber der ist mittendrin so ein bisschen durch. Ach so. Der zeigt schon die eine Seite repariert. Jetzt muss ich die andere Seite noch machen. Weil das kam natürlich zurück. Logischerweise, ja. Ja, ist ja klar. Jetzt sind meine irgendwann wieder die Leute ein. Komm bei dir, Mann. Thomas, kannst du mir jetzt pumpen oder verkaufen? Oder? Nee, vergiss es. Ja, ich weiß ja, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Bis später, Wolfgang. Bis später. Sauber machen, Kette spannen, Luftdruckpumpen, losfahren. Denn wenn das gemacht wird, dann kann ich nämlich auch die Wand hier machen. Weil sonst nebelt das ja hier alles voll. Ja, Assis, Alter, voll Assis. Geht mir so auf den Sack. Das eine habe ich schon relativ. Ja, das ist scheiße, das ist lila. Aber das ist ganz gut weg hier. Aber dazu muss das Rad hier erstmal darüber geschoben werden, das Rad auch darüber. Und dann muss ich erstmal die Wand sauber waschen, weil hier ist so viel Dreck drin. Ne? Ja. Hier. Ich kann es eigentlich gar nicht mit einlackieren. Naja. Ja, die Feinstaubbelastung hier ist ganz schön hoch. Achim braucht meine Hilfe. Warum? Was ist los, Achim? Na, Ausfallenden verzogen. Ich habe jetzt gerade Probleme beim Einsetzen. Verzogener Ausfallenden ist nicht der Fall bei diesem Rad. Sind keine verzogenen Ausfallenden, sondern das Problem ist. Raum verzogen. Nein, nein. Nochmal raten. Ach nee, warte, ich sehe schon. Nö. Was ist es? Komm, da kommst du drauf. Würde hinpassen. Würde auch vorbeikommen. Der Rahmen, altes Einbaumaß. Narben. Union, Quando, was weiß ich, billig Scheiß, neues Einbaumaß. Ah. Passt natürlich nicht. Haben sie die Achse nicht angeglichen? Müsste man eigentlich tun. Wurde nicht gemacht. Oder muss man auch nicht unbedingt weißen Stahlrahmen? Soll ich machen? Ja, bitte. Wenn man dann schwache Daumen hat oder irgendwas schon, Probleme mit den Händen. Hab schon die Hutmutter geschrottet. Mit dem Finger. Ja, das ist ein Problem bei den billigen Hutmuttern. Eigentlich schrottet man die nicht, tatsächlich. Aber wenn man dann eben Probleme mit den Pfoten schon hat, wegen irgendwas, dann hat man echt ein Problem bei diesen Dingern. Ja, ansonsten... Wo ist er? Ja, der sitzt gut. Ja. Muss man nämlich kräftige Daumen haben, tatsächlich. Ja. Da musst du noch ausrichten. Und mit einem kräftigen Daumen und ohne sich zu klemmen, einbauen. Das macht dem Stahlrahmen nicht viel aus, da dieser Zentimeter. Aber schöner wäre es natürlich, wenn man das anpassen würde, ja, könnte. Und denk dran, das sind weiche Muttern. Hast du ja gesehen, der Hut ist schon ab. Der Hut ist ab. Aber fest muss es ja trotzdem. Eigentlich ist es totaler Widerspruch. Ja, kann man nicht richtig festschrauben, weil die Muttern zu weich sind. Also das ist echt schlimm. Ja, das ist eine Achse, die muss fest. Über die Trunken. Los. Ja, die Tage, an denen nicht viel los ist, so wie heute, verbringt man immer mit Putzen. Ja, man sieht es nicht. Ich habe hier Staub gewischt. Aber am Spiegel sieht man es. Meine Fresse. Was für ein Spiegel. Jetzt sieht man den wieder richtig. Der war ja völlig zugekeimt. Was heißt denn, wieso, was, wieso bescheiden? Hm? Ach, ich habe Belach in mir. Was ich dann mache. Meine Güte, läuft damit Asiaten zu tun, ja, in letzter Zeit. Er nicht? Naja. Obwohl in der Gesprächsführung wird das Thema immer, kommt immer näher, Corona. Ja, ist ja auch normal. Ist ja halt auch so. Ja, die Läden sind leer irgendwie, habe ich schon gehört, gestern haben sie schon Lidl und Aldi leer.
kriegst nicht mehr was länger hält als. Hast du das Handbuch mit runtergenommen? Ja, das ist hier. Das war toll. Jetzt schon, das ist schon wieder Stoffallergie. Wisst ihr was? Ist ja nichts mehr, was länger hält. Nichts mehr, was länger hält. So. Also diese kurzen natürlich so Milchprodukte, ja, aber nicht so Reis, Mehl. Wie man gestern mal Lidl wieder. Ja, ich hab das gestern gehört. Ja, man hat ja auch gesagt, dass wir die Samstag heute gemacht haben. Ja. Immer was Größeres mit durchgeschnitten haben wir schon, hat das Ding in sich Spiel gehabt. Ja, genau. Oder verbiegen halt. Du biegst die, ich bieg die Dinger zusammen hier. Naja. So, was mache ich denn jetzt hier drin? Mein Sohn hat sich ja Drahtig borgt. Ja, ich weiß. Ja. Habe ich im Keller gesehen. Keller? Was für ein Keller? Bei ihm im Keller? Ja. Ja. Jetzt ist das Ding leer. Mittag. Hat die Mutti lecker gekocht. Die fühlt sich da auch deplatziert. Ich kann da überhaupt nicht. Beteiligt sich da nicht an irgendwelchen Sticheleien und nichts. Ich dachte, ey, das kommt ja alles vor wie im Kindergarten. Ja. Hat sie an den Kopf gepackt. Ja? Ja? Moin. Willst du? Ja. Ich war fertig jetzt. Fertig geschlungen. Kollege, komm! Du ja auch. Ja, ich auch, du. Ja? Ja. Alles gut. Ralf reicht. Ja. Ich habe eine Frage. Braucht ja kein Fahrrad, aber irgendwie ist hier eine Schraube rausgegangen. Und ich würde fragen, ob die eine Schraube hat. Ja. Genau. So, dass diese Teile sind. Oder dass sich die Schraube locker in die Hand verloren. Ja. Wir schauen. Wir schauen mal. Das ist wahrscheinlich so eine Bremsgeschichte. Vielleicht machen wir Schrauben erstmal. Problem. Ich bin Abzieher nicht umgeschraubt. Ach du Scheiße, nee, keine Chance. Nee. Noch gebrochen. Auch schon gebrochen. Ja. Das sind Schrauben, die beziehungslos brauchen. Das ist tatsächlich in Plastik geschraubt. Also kann ich mal Maschinenschrauber oder so was, sondern mit so einem Hauptgewinde hier unten dran. Guck, da ist noch eine Windung. Kreuzgefährlich halt eigentlich. Dann können wir uns jetzt meinem Problem widmen. Deinem Problem? Jetzt mal schauen, was ist denn dein Problem? Mensch, müssen wir noch ein bisschen was zeigen hier. Oh, hier Tretlagerwechsel, der erste Tretlagerwechsel in diesem Jahr. Sogar mit Startschwierigkeiten, weil das irgendwie, vielleicht ist es auf der Seite gekippt und die auch auf die Alu-Garnitur und hat es ein bisschen was reingebogen. Klingt sich ein Grat gebildet. Jetzt gucken wir mal, ob das so rausgeht. Weil das Tretlager ist durch hier. Was hat er gesagt? Der knackt ein bisschen. Klar knackt das. Da ist nichts mehr da. Und das ist ja auch ein Typ geworden. Meine Güte, den kenne ich echt als Kind. Als Baby quasi. Total lang ist der geworden. Wahnsinn. Und so eine lange Kerle, Alter. Da hast du unheimlich viel Kraft auf so ein Ding. Dann werde ich mal sehen, dass ich die andere Seite noch auspuppe. Ja, genau. Hier fehlt die Kappe.
peinlich. Na, gucken wir mal. Lass mir. Heil lassen. Ne, das ist nicht heil geblieben, aber das ist gut. So dürfen sie abreißen, weil so kriegt man sie immer rausgeschlagen. Ja. Der ist abgerissen. Wunderbar sauber weggebrochen. Weil da ist natürlich auch keine Pflege hier bei dem Rad. Da hätten wir den Vertreter von der BBF, der war gerade da, hätten wir endlich zeigen müssen. So ein Schrott. Ja. Ah, am coolsten finde ich ja immer noch die Gabeln, hör mal. Mountainbike und dann steht da ein Warnhinweis drauf, was du alles nicht mitmachen darfst. Nämlich auf dem Mountainbiken darfst du nicht. Genau. Am besten dann zurück. Ja, das war ja eine lange Aktion. Hast du so lange draußen geschlafen oder was? Ich hab's dann einfach nicht in die Badewanne dann gelegt und nichts gemacht, was den 3 Stunden kennt. Na, hat das nicht geklappt? Nee, hat nicht geklappt. Ich musste dann zum Schluss beginnen, Schlüsseldienst 12. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Toll. Toll. Musik ist nicht geschrieben. Nicht geschrieben? Nein, die Flötenkinder hatten Flöte und morgen bei Hip-Hop gehen wir in die neue Schule, um Hip-Hop zu machen. Okay. Aber erst 14 Uhr, die bringen mich hin und geben mich wieder zurück und die alle Flöten. Das war ein Hol- und Bringerdienst. Papa! Prost! Ah, musst du nicht zu Hause bleiben? Was ist der Husten? Papa! Ist immer noch ein Bild. Heute waren 3 Kinder krank, 5 Kinder wurden in der Schule abgeholt von unserer Klasse und 8 Kinder waren weg. Hä? Du hast gesagt, ja. 3 Kinder. 3 Kinder waren krank, 5 wurden hier abgeholt von unserer Klasse. 3 waren weg, 5 wurden abgeholt, sind 8. Ja. Das ist fast der 3/4 von uns. Und 8 waren nochmal nicht da. Also insgesamt 8 waren nicht da. Ja, 8 waren insgesamt nicht da. Okay. Um Gottes Willen. Und meinst du kannst morgen, du überlebst es morgen noch den Tag in der Schule? Ja, wenn du da einmal zu viel hustest, wirst du auch abgeholt. Ja. Ja, was sollen die machen, wa? Der Kampf mit der Tretlagerbuchse. Jetzt machen wir ein bisschen Kriechsuppe. Kann ja nicht sein. War nicht schon wieder so ein Ding? Ist doch Wahnsinn, oder? Da holen wir mal die Fühlzauber. Das kann ja nicht sein. Das kann ich nicht mit meinen ganzen 70 Kilo aufstellen. Naja. Scheiße. Aber es schraubt sich aus, Gott sei Dank. Doch, jetzt ist es teuer, aber jetzt nicht. Spaß mehr. Oh. Ich glaube, jetzt ist auch mal die Rissen. Na, ja, die Winde ist drin hier. Hm. Hast du die Winde rausgedreht? Schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, ohne Fett eingebaut. Ja. Ohne Fett eingebaut. Ohne Fett und jede Menge Wasser am Rohr. Das habt ihr davon, Kinders. Jetzt kann man es nur noch mal probieren. Inwiefern das hält, das neue Lager.
Das war eindeutig zu lange drin. Ein Reparaturlager brauche ich ihn nicht einbauen. Nö, bringt nichts. Weil. Nicht bei dem Gewicht, der da fährt. Und Wasser. Jede Menge davon. Und Kugeln. Hier. Sein Lager ist ja quasi noch da. Nur nicht mehr da, wo es sein soll. Oh, kannst du auch wieder erinnern. Ja, bin ich mal gespannt jetzt. Ups. Achso, ich war weg. Hier ist der Rest vom Schützenfest. Hier ist Lagerdichtung. Da haben wir mal die Kugeln drin. Jetzt ist alles raus und wunderschön. Und durch diese Bewegung, durch diese Kippbewegung, die das Lager hier gemacht hat, das ist es nämlich, durch die Kippbewegung, hat sich die Winde rausgebrochen. Und das hat jetzt schön drin gesteckt und beim Rausziehen, deswegen ist es so schwer, durch die ganze Gewinde, durch die ganze Gewindegänge durch. Hier sind ein paar Kugeln, sind da in die Wand. Guck mal hier, auf den Hof. So witzig, ey. Das ist eigentlich ein geiles Anschauungsobjekt. Weil, wenn das Lager anfängt zu wackeln, unbedingt sofort austauschen lassen. Nicht weiterfahren. Damit macht ihr die Winde kaputt im Tretlager. Jetzt ist eigentlich das Rad ist Schrott. Muss man jetzt so sagen. Das Rad ist eigentlich Schrott. Man kann es nicht mehr regulär, da kann man es nicht mehr vernünftig einbauen. Boah, pass auf, da kommen noch. Oh Gott. Da kommen noch Murmeln raus, ja. Murmeln oder Reste. Das ist ja ärgerlich, aber ist leider nicht so einfach. Was willst du machen? Das hier muss noch raus, die Seite muss noch rausgeschnitten werden. Ja? Das ist Gott sei Dank das Metallinlay kannst du rausschlagen. Von innen mit dem Austreiber. Und den Rest, das ist kein Metallinlay mehr, das ist die Lagerschale außen, Lagerlauf außen. Der Rest, der da noch drin ist, das ist Kunststoff, wird einmal vorsichtig eingesägt und dann auch rausgetrieben. Ja, wird einmal angekerbt, ganz vorsichtig. Gewinde. Ist schon? Ja, nein, ich war schon auf Metall, also. Willst du mal? Einmal testen. Mal ein bisschen was zeigen. Brauchen wir noch die Käppchen hier und dann brauchen wir noch okay Käppchen, wo sind die? Ich packe jetzt zusammen und das war's. Ich bin noch ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich drüben so ein bisschen geräumt. Ich habe jetzt hier den Tretlager gemacht. Das hat mich ganz schön fertig gemacht, der Tretlager. Weil das war wirklich, das ging wirklich schwer. Meine Güte, ey. Ging das schwer raus. Klar, ist ja logisch. Du drehst komplett über die so ein Gewindegang durch, ja. So ein Shit. Ist das total ärgerlich. Aber da ist offensichtlich noch wahnsinnig viel Fleisch. Das hält definitiv. Also da brauche ich mir überhaupt keine Platte machen. Und hier sieht es eigentlich viel ordentlicher aus. Die Dinger kommen ja hier noch weg, die kommen noch da hinten rauf. Das wollte ich jetzt heute hier noch machen.
Ehrlich gesagt, das ist schon ganz geil. Das sieht ganz geil aus hier. Ich finde es so schön so. So aufgeräumt, so ordentlich, so. So, schau mich an, kauf was. Toll. Die Lampen hier. Geil, das ist eine geile Lampe hier. Ist auch nicht schlecht. Designklassiker. Der auch. Jetzt wollte ich hier noch machen und da oben die Glühbirnen tauschen, weil hier hinten ist ja mega duster. Schaut euch das mal an. Da glimmen jetzt noch so ein paar Lämpchen und das war's. Da muss auch eine fette Lampe hin. Irgendwas Geiles muss da hin. Ich hau wieder diese Sparbirnen drin, bis die alle durch sind. Wenn die durch sind, sind sie durch, dann kommen sie weg. Aber bis dahin hau ich die drin. Die habe ich noch da. Die sehen hässlich aus, die will so keiner haben. In der Lampe kannst du die nicht mit verkaufen, aber als Beleuchtung funktioniert es. Jetzt Pfoten waschen. Die sehen schlimm aus. Und hier sieht es auch schon wieder ganz okay aus. Also ich sag mal, es ist nicht toll, aber es ist okay. Es ist dekoriert, ist in Ordnung. Der Tisch wird halt noch aufgeräumt hier. Der Tisch da. Das kommt noch alles da in diesen Schrank. Der Tisch sieht ganz gut aus. Mein Weinregal hier hinten in der Ecke da. Der Weinschrank. Auch ganz gut aus, ganz cool eigentlich. Mal gucken. Jo, ich packe zusammen. Schnauze voll, Leute. So, mein Tagewerk ist nicht so doll vielleicht. Oder vielleicht sieht man es, vielleicht fällt es euch auf. Auch über YouTube ist hier eigentlich mehr oder weniger das alles ein bisschen sauber gemacht zu haben. Hier, das hier. Diese Vitrine, das hier alles schön gehangen, neu. Vitrine säubern, Spiegel sauber machen, hier ein bisschen arrangieren. Hier die Vitrine ein bisschen arrangieren. Hier oben das wieder ein bisschen beleuchten und so weiter. Und morgen geht es dann hier nicht weiter, weil morgen bin ich alleine. Da will ich dann die Werkstatt machen. Ja, den Bereich hier auch ein bisschen, da kann man wieder trainieren. Ja, wunderbar. Kommt mal wieder ran. Es ist Platz. Unglaublich, sind wir gar nicht gewohnt. Ja. Damit verabschiede ich mich heute von euch hier aus dem Laden. Wir sehen uns morgen wieder. Und denkt immer daran, wenn das Tretlager wackelt, gleich vorbeikommen, zum nächsten Fahrradladen gehen oder gleich ausschrauben und reparieren, weil ansonsten, jetzt hier haben wir es tatsächlich gesehen, heute mal gehabt. Der gute Mann, der ist fast 2 Meter mittlerweile, der gute Mann ist gut 17 Jahre, der ist schon, also auf alle Fälle ist er 1,95 oder so. Ja. Und der tritt da rein wie ein Ochse in dieses billige Lager, was da verbaut ist. Das fängt an zu wackeln und er tritt weiter und fährt weiter und fährt weiter und fährt weiter. Ja, was passiert? Gewinde reißt aus. Mist. Dumm gelaufen. Tommy hat Probleme, das auszubauen. Hat es aber geschafft. Und trotzdem, mit ein bisschen Nacharbeiten, hält tatsächlich das neue Lager bombenfest da drin. Aber wirklich, und es kann natürlich sein, dass sich das löst, das habe ich ihm jetzt gesagt. Ja, und wenn es wieder rausfällt, dann ist der Rahmen leider wahrscheinlich Schrott. Da kann man nur noch einkleben. Aber es ist auch nicht schlimm bei dem Rahmen, es ist kein besonders gutes, teures Rad gewesen. Also es wäre jetzt nicht so dramatisch. Natürlich für einen Geldbeutel ist es immer dramatisch. Auch 500 Euro oder 400 Euro tun jemandem weh. Und deswegen hoffen wir mal jetzt für ihn, dass es hält, dass es ihn aushält. Gut, wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy aus dem Kellerloch.